wenn man so an den deutschen Stränden entlang geht, dann denkt man immer, wieso, die sind doch eigentlich sauber. Das Problem dabei ist, dass eben der größte Teil des Meeresmülls auch auf dem Grund des Meeres liegt und auch jedes kleinste Müllteil, das wir hier so am Strand finden, ist ein Problem. Ich bin Kea, 19 Jahre jung, mache gerade meinen Bundesfreiwilligendienst beim BUND Bremen und wollte etwas für saubere Meere tun. Die Idee kam mir, als eine Freundin von mir von ihrem Rügenurlaub erzählt hat und davon berichtet hat, wie viel Müll sie am Strand gefunden hat. Ich meine, dann ist es eigentlich so ein Problem, bei dem man so einfach ansetzen kann, weil jeder kann den Müll einfach aufheben, der liegt überall, man muss ihn ja nur hochheben. Also es ist so etwas, da kann jeder jeden Tag so einfach etwas machen. Und diesen Gedanken wollte ich gern verbreiten durch die Tour de Meeresmüll. Fahrradtour entlang der deutschen Ost- und Nordseeküste. Von Zingst bin ich über verschiedene Stationen zurück nach Bremen geradelt und in den einzelnen Städten haben die B&D-Gruppen vor Ort mit mir unterschiedlichste Aktionen auf die Beine gestellt. Wir sind hier gerade am Elbstrand und wie man hinter mir so wunderbar sehen kann, haben wir hier den alten Schweden, einen großen Findling, vollkommen mit Müll bedeckt, den wir hier gestern gesammelt haben. Also das ist bloß ein Tagesmüll hier. Das Problem mit den Zigaretten sieht so aus, dass eine Zigarette 1000 Liter Wasser für Wasserflöhe vergiften kann und eine Zigarette 1 Liter Wasser toxisch machen kann für kleinere Fische. Plus, dass der Filter aus Zelluloseacetat ist, einem Kunststoff, der ganze 1 bis 5 Jahre braucht, um abgebaut zu werden und letztendlich natürlich auch zu Mikroplastik zerfällt. Ja, deshalb hebe ich jede Zigarette auf, die mir begegnet. Was aber auch total viel am Strand zu finden ist, das sind Strohhalme oder auch Teile von Scheuerschutzmatten aus der Fischerei, sogenannte Dolly Ropes. Darin verändern sich leider ziemlich viele Tiere. Aber das Gute ist, wir haben die Sache ja selber in der Hand und können die Welt einfach jeden Tag ein bisschen besser machen, indem wir solche Dinge einfach aufheben, wenn wir am Strand liegen. Alles klar. Oh, das ist ja krass. Das habe ich gerade bei Ihnen aus den Haaren geschnitten. Da ist das. Ich bin erstaunt. Ich habe das schon überall gesucht. Hast du denn schon das Gefühl, dass du irgendwie so ein Zeichen gesetzt hast? Hast du schon ein bisschen was erreicht mit deiner Aktion? Ja, das Gefühl habe ich total. Zum Beispiel habe ich einen Freund von mir, der hat jetzt aufgehört, Strohhalme zu benutzen bzw. Trinkhalme und hat mir das erzählt. Und so bekommt man das immer wieder auch zurück von den Menschen. Yeehaw! Und was machst du als erstes, wenn du zu Hause bist? Laut Musik hören!